Diese Woche bei Mythenjäger, die Dämonenzwillinge. Es geht gerade das Gerücht rum, dass in Los Santos zwei Brüder gefunden wurden mit einem ungewöhnlich langen Hals und roten Augen. Es wird davon ausgegangen, dass diese beiden Zwillinge außergewöhnliche Fähigkeiten haben und sich daraus einen Spaß machen, Spiele mit ihren Opfern zu spielen. Weitere Informationen sind uns nicht bekannt, aber es wurde gesagt, dass diejenigen, die das Spiel mit ihm spielen, es nicht überstanden haben. Jo Leute, was geht? Freunde, ihr habt's gerade wieder gesehen, eine weitere Folge Mythenjäger bei in GTA 5 und heute mal so ein Mythos über so merkwürdige Babykreaturen mit so einem richtig langen Hals und roten leuchtenden Augen und das Ganze sollen Zwillinge sein und diese sollen angeblich irgendwo in Los Santos sein. Ich finde für mich, das ist super unrealistisch. Ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. Aber irgendwie habe ich schon so ein mulmiges Gefühl, weil Leute, irgendwie... Keine Ahnung. Die meisten Sachen, die bei Mythenjäger waren, sind immer passiert. Also aus irgendeinem Grund muss diese Person ja schon irgendwie diese Quellen beziehen. Und meistens hat sie einfach recht. Naja, aber ich würde sagen, ich lege mich einfach mal schlafen, Leute. Und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. Okay, es klingelt gerade an der Tür. Hier um diese Uhrzeit? Wir haben 23 Uhr. Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Oh, schon wieder Klingelmännchen gemacht. Wer war das denn? Ich höre irgendwelche Kinder lachen. Ey... Das ist nicht witzig. Klingelt dich an Haustüren von fremden Leuten. Mann. Aber Freunde, habt ihr Bock jetzt auf ein brandneues Gacha-Spiel, das ihr kostenlos auf dem Handy zocken könnt? Und man mit fetten Beats und epischen Göttern fette Schlachten machen kann? Dann kann ich euch auf jeden Fall das Spiel Dislight empfehlen. Dislight ist ein brandneues Spiel. Das heißt, es ist gerade erst herausgekommen, Freunde. Und es ist ein rundenbasiertes Rollenspiel für Android und iOS, wo ihr in futuristischen Großstädten spielt. Und das Ganze basiert auf alten Göttermythologien. In Dislight sammelt ihr Helden sozusagen, nennen sie sich Esper. Das Setting spielt so in der Zukunft, Leute, in einer Fantasy-Welt, wo Götter aus allen Mythologien, dazu zählt die antike griechische Mythologie, die römische, chinesische, nordische und so weiter Mythologien und ihr könnt diese Charaktere spielen. Zum Beispiel auch den Charakter Anubis könnt ihr freischalten, um damit zu spielen. Ich meine, erinnert euch noch an das Haus Anubis und Anubis, ja? Den kann man jetzt spielen in dem Spiel. Das Besondere an Dislight ist, dass dort auch mit Musik gespielt wird und zwar mit richtig nicen Beats. Ich meine, habt ihr euch mal die ganzen Songs angehört? Da sind auf jeden Fall Mashups von Popmusik, R&B, Alternate und alle möglichen Genres, die ihr euch vorstellen könnt, die einfach geil klingen. Das Spiel verläuft nach dem klassischen Gacha-Prinzip, das heißt, ihr zieht auch Charaktere, könnt diese auch aufleveln, um somit auch stärker zu werden. Baut euch eine eigene Esper-Gilde auf, die aus 5 verschiedenen wechselbaren Spielern besteht und wechselt bei eurer Strategie zwischen den Charakteren, um euch zu heilen, verteidigen, Angriff zu machen oder euch schneller zu machen. Wenn du der Meinung bist, dass die Bosse in Dislight nicht schwer genug sind, dann kannst du dich in den PvP-Modus trauen und gegen andere Spieler kämpfen und dann wollen wir mal sehen, wie gut du wirklich bist. Aber falls du dich entspannen willst, kannst du dich auch ganz entspannt zurücklehnen und deine Kämpfer automatisch kämpfen lassen, um somit ganz entspannt XP zu leveln. Deswegen downloade dir jetzt das neue Spiel Dislight kostenlos gerne über den Link in der Beschreibung auf Android oder iOS und gib gerne den Gutscheincode JOINDISLIGHT ein, dann bekommt ihr noch spezielle Boni, Leute. Also Leute, checkt jetzt gerne Dislight aus, eine ganz neue Erfahrung und wir sehen uns jetzt im neuen Video. Hier ist ein Zettel. Wir haben einen Zettel hinterlassen? Okay. Na gut, mal gucken, was da drauf steht. Ich krieg die noch dran. Bestimmt haben die ihre Adresse hinterlassen. Wir wollen ein Spiel mit dir spielen. Komm hierher und trau dich. Ich weiß nicht so recht, Leute. Okay, also unten sehen wir so eine Minimap. Und wenn ich mir das genauer anschaue, Freunde, ich muss mal ungefähr wissen, das ist echt schwierig zu identifizieren. Los Santos ist eine große Karte. Wo könnte das sein? Ich müsste das mal schauen, Leute. Also wir haben so eine langgezogene Hauptstraße, die von Norden nach Süden geht. Dann haben wir links diesen seitlichen Weg. Dann haben wir noch so kleine Gassen dazwischen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das in Downtown ist. Wir gucken mal, wo sich das befinden könnte. Das könnte zum Beispiel hier irgendwo sein, aber hier ist keine Hauptstraße. Das muss schon so eine dicke Straße sein. So eine Straße wie hier zum Beispiel. Oder wie hier so, Leute, in etwa. Und ich glaube nicht, dass es in Downtown ist. Da ist alles so relativ strukturiert. Hier unten könnte auch ungefähr sein. Und übrigens, Leute, wenn ihr mehr von solchen gruseligen Videos sehen wollt in GTA 5, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da und vergesst nicht gerne den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir schauen mal nach. Okay, hier ist es kein Wasser auf der Karte. Definitiv kein Wasser. Okay, schauen wir mal hier. Also hier ist ja auch eigentlich kein Wasser. Aber hier verläuft diese lange Hauptstraße, Freunde. Diese langgezogene Hauptstraße. Ich guck mal. Oh, ich glaube, wir haben es gefunden. Yo, wir haben es wirklich gefunden. Okay, es ist das zweite Haus von hier. Warum sollen wir zu diesem Haus fahren? Irgendwas passiert hier, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Aber seitdem ich diese Folge gesehen habe, es klingelt an der Tür.
Ich höre Kindergeräusche lachen, ein Zettel liegt vor meiner Haustür und ich soll jetzt an diesen Ort gehen und ein Spielchen mit denen spielen. Okay, es klingt alles sehr merkwürdig, aber ich bin mir sicher, wenn wir da ankommen, da wird schon nichts sein, oder? Oder? Hoffentlich nicht. Oh, bestimmt sind das auch vielleicht irgendwelche Fans, die geklingelt haben und einfach, dass ich zu denen nach Hause komme. Vielleicht wollen die ein Foto machen, vielleicht wollen die auch ein Autogramm. Was? Wow, hier ist die ganze Polizei da. Was ist hier passiert? Wow, ich muss hier aussteigen. Leute, was ist hier passiert? Guckt euch das mal an. Riesengroßeinsatz von der Polizei. Hallo? Können Sie mir sagen, was hier los ist? Gehen Sie weiter, bitte. Nee. Also, ich habe einen Zettel bekommen. Hier, schauen Sie mal. Der hat mich hier hingeführt. Ich muss da rein. Okay, das ist ziemlich merkwürdig. Sie können rein. Okay, danke schön. Wow, okay. Vorsicht vor der ganzen Polizei. Was ist hier passiert in diesem Haus? Vielleicht... Okay, wir gucken mal, Leute. Wir schauen mal. Okay, Ambulanz ist hier. Aber bisher noch keine Hinweise. Okay, dann gucken wir mal, was hier passiert ist. Wow. Okay, Polizisten machen Fotos. Ist hier irgendjemand... wow, okay. Ich sehe was, Leute. Da ist schon ein bisschen Ketchup hier an der Wand. Aber hier auch. Von zwei Personen oder vielleicht von derselben Person. Wow. Was ist denn hier passiert? Hat das was mit diesem Typen zu tun, der mir das Papier gegeben hat? Wow, Alter. Hier ist etwas wirklich Krasses passiert. Und ich möchte nicht wissen, wie das hier vorgefallen ist. Was auch immer hier passiert ist. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu sehen. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Okay, dann gucken wir mal. Hier im Pool. Leider nichts. Nein. Hier im Garten auch nichts zu finden. Überhaupt nichts. Also wirklich. Aber ich soll hierher kommen, aber warum? Also hier gibt es ja gar keine Hinweise. Hier sind nur ein paar Müllsäcke, die herumliegen. Oder vielleicht ist da was in dieser Tonne drin. Vielleicht habe ich da was übersehen. Gucken mal. Oh, da war ein Papier. Ich habe es aufgesammelt. Okay. Siehst du, wir machen keinen Spaß. Aber wir wollen Spaß haben mit dir. Komm her. Oh, nein. Nein. Ey, Leute, das Ding ist, wenn ich nicht mitgehe, wenn ich da nicht hingehe, dann wird das passieren, was dort gerade passiert ist an diesem Tatort. Ich würde sagen, ich sage der Polizei erstmal nichts. Ich will das auf eigene Faust regeln. Also gut, dann analysieren wir mal, wo dieser Ort ist. Also, es sieht so ein bisschen verwinkelter aus. Also mehr so, als würde das in einer grünen Landschaft sein. Oder es könnte auch in der Wüste sein von Cindy Shores. Wir gucken mal nach, Leute, ob hier irgendwas ist, was uns das so eindeutig erkennbar lässt, wo das Ganze sich befindet. Also wir haben rechts so Schlängellinien. Also gehe ich davon aus, dass es ein Gebirge ist. Also sonst würde ja nicht so viele Kurven da sein. Dann haben wir hier aber auch noch ein paar Seitengassen und links. Links ist etwas ein bisschen breiter ausgeschnitten. Okay, das links sieht aus wie so eine Art Stadion, oder? Wie so ein... Ist das nicht dieses Konzerthaus, diese Halle? Diese Opernhalle? Ich glaube, das ist es. Da gucken wir mal nach. Ja, das müsste hier... Oh, hier ist noch... Ah, hier ist eine... Aber hier ist noch etwas. Und wir haben den Ort gefunden. Leute, wir haben den Ort gefunden. Okay, dann gehen wir jetzt mal dahin. Ich hab... Ist das nicht das Winewood-Logo dort? Ich glaube schon. Dann fahren wir mal direkt dorthin. Boah, ich habe keine Ahnung, was uns jetzt als nächstes erwartet. Aber die wollen ein Spielchen mit uns spielen. Oder er. Nein, weil die schreiben ja immer von wir. Wir wollen ein Spiel spielen. Ist vielleicht die Rede von diesen beiden Kreaturen, die wir gesehen haben in Mythenjäger? Okay, wir sind gleich da. Es sieht aus, als wäre das tatsächlich beim Winewood-Schild. Also gucken wir mal, ob wir hier was erkennen können. Na gut, dann schauen wir mal. So, dann fahren wir mal rein. Vorsicht, was ist das? Ist das ein Hund? Ich glaube, das ist ein Hund. Jo, hallo, alle, ey, hallo, Hund. Hundi, fahr doch nicht weg. Hundi, wo willst du hin? Wo will er denn hin? Hallo? Will er mich irgendwo hinführen? Ich folge dir schon, Hundi. Ich laufe dir hinterher. Ich guck mal, was er meint. Hundi? Okay. Ich glaube, der hat da in die Richtung gezeigt. Leute, warum kommt hier random einfach so ein Hund, der mir die Richtung zeigt? Hinter diesen Containern muss irgendwas sein. Oh, Leute, ich weiß nicht. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl bei der Sache. Oh, nein. Okay. Dann gucken wir mal. Okay. Wow, da liegt halt jemand. Da liegt einfach jemand. Das ist der Nächste. Er wollte wahrscheinlich auch das Spiel mitspielen, aber wir sind sonst ganz alleine hier. Oder sind wir es? Wow. Okay, warum? Was ist mit mir los? Irgendwas wackelig. Okay, so. Oh mein Gott! No! Franklin! Franklin! Nein, Franklin! Wow! Franklin! Nein! Jetzt sehe ich nichts. Oh nein, wir hätten das nicht machen sollen, Leute. Wir hätten das nicht machen sollen. Franklin! Franklin! Steh auf! Steh auf, Junge. Okay. Wo sind wir gerade? Was war das gerade? Okay, wir sind hier irgendwo in den Bergen. Wow, ist immer noch Nacht, aber super wolkig. Wo sind diese beiden...
Wo sind diese beiden Kinder, die wir gerade gesehen haben? Diese Babys, Leute. Mit diesem langen Hals, mit den leuchtenden Augen. Wo sind sie? Ich habe ein super ungutes Gefühl. Wir werden ein Spiel mit dir spielen. Das Spiel heißt Hide and Seek. Die Regeln sind aber etwas anders. Wir werden dich jagen und du musst uns erwischen. Aber pass auf, dass wir dich nicht vom Rücken aus erwischen, sonst hast du verloren. Versuch uns aufzuhalten. Wir haben dir einen Elektroschocker dafür gegeben. Okay. Oh, das ist mein Elektroschocker. Okay, alles klar, Leute. Also, es sind zwei... Also, ich weiß ja, wie es ist, wenn eine Person mich verfolgt. Aber wenn zwei Personen, und die können auch aus allen Richtungen kommen... Oh, Mann, das ist... Oh, nein, Leute. Ich muss mich die ganze Zeit umdrehen und gucken, ob da jemand kommt. Wenn ich sie nicht beide erwische, dann war es das. Wenn einer von uns dich erwischt, ohne dass du uns mit dem Elektroschocker aufgehalten hast, hast du verloren. Du musst uns beide holen. Das Spiel beginnt jetzt. Okay, ich habe den Elektroschocker, Leute. Alles klar, das Spiel beginnt. Oh mein Gott, Leute. Ich habe keine Ahnung. Also normalerweise kann ich ja ganz gut damit klarkommen, wenn mich einer verfolgt. Aber wenn mich zwei verfolgen, dann können sie auch aus allen Richtungen kommen. Okay, Leute, wir müssen jetzt ganz, ganz, ganz drauf aufpassen, wo sie sind. Sie können aus allen Richtungen kommen. Wenn sie mich erwischen, dann war's das. Okay. Wir achten einfach darauf. Und vielleicht gehe ich am besten irgendwo in der Deckung, irgendwo wohin, wo es vielleicht sicher sein kann. Aber Leute, okay, wir testen mal mit dem Elektroschocker. Wir können übrigens auch nur einen abschießen gleichzeitig. Okay, also, wow. Okay, warte, ich habe da was gesehen. Habe ich da was laufen gesehen? Leute, oh mein Gott. Ich weiß nicht, das ist so intensiv. Also es passiert gerade noch nichts, aber sie können von allen Seiten kommen. Von vorne, von hinten, von links und rechts. Von oben und so weiter. Irgendwoher müssten sie gleich kommen. Okay, ich laufe einfach mal in die Richtung vielleicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist überhaupt nicht gut, Leute. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, ich muss beide erwischen. Das ist wichtig. Ich muss beide erwischen. Okay, also von hier ist alles erstmal safe. Soweit ich das sehen kann, ist hier alles sicher. Hier kommt keiner. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich kann am besten auch nicht mit einem Fernglas oder so etwas gucken. Die kommen gleich auf jeden Fall von irgendwo. Die können mich überraschen. Oh. Ich habe gerade erst Poppy Playtime Chapter 2 gespielt. Das sollte eigentlich ein Kinderkram sein. Das sollte eigentlich ein Kinderspiel sein. Wirklich super einfach. Okay, also sie jagen mich. Das heißt, vielleicht sehen die mich gerade nur nicht. Okay. Oh Mann. Leute, das ist überhaupt nicht leicht. Vielleicht muss ich ja irgendwie tiefer in den Wald laufen oder so etwas. Ich sehe jedenfalls nichts. Ich sehe gar niemanden. Niemand ist hier oder sowas. Keiner. Oh nein, da ist einer, Leute. Da ist einer. Okay, alles klar. Oh, aber der andere, wo ist der andere? Wo ist der andere, Leute? Wir müssen beide finden. Da ist einer. Oh, fängt wieder an zu lachen. Er ist stehen geblieben. Hat er mich nicht gesehen? Okay, vielleicht hat er mich einfach nur nicht erkannt. Oh nein, nein. Okay, Leute, Elektroschocker. Oh nein, er hat mich getroffen. Wie treffe ich den? Nein. Er trifft nicht. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute! Da kommt doch bestimmt gleich der zweite oder sowas, oder? Oh nein. Vielleicht habe ich ihn ja getroffen. Vielleicht hat er es noch nicht gespürt. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Spüren Sie es? Ich glaube eher nicht. Oh Mann, Leute. Oh, ist er hinter mir her immer noch? Ja, er jagt mich immer noch. Okay. Alles klar. Soweit alles gut. Nein! Das ist der nächste! Das ist der zweite, Leute! Oh, okay. Okay, ich hab beide. Oh, Junge, die verfolgen mich beide. Okay, ich hab ihn getroffen. Der kann er mir nicht sagen. Ich hab ihn safe call getroffen. Ich hab ihn noch safe getroffen. 100 pro. Ja, jetzt hab ich ihn eingetroffen. Ja, beide, ich hab beide getroffen. Let's go. Wir haben es geschafft, Leute. Oh mein Gott. Wir haben das Spiel gewonnen. Wow, was ist... Die sind verschwunden. Es waren nicht die echten. Ja, das hätte ich mir denken können. Aber sie haben was hinterlassen. Oh, warum mache ich das, Leute? Warum mache ich das einfach? Wieder so ein Zettel. Okay, es ist ein Bild von einem Schild, wo Children of the Mountain steht. Children of the Mountain. Das hat ja was mit GTA 5 zu tun. Ich habe irgendwann mal davon was gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich glaube, das war im Internet. Aber nicht so im Internet. Das war, glaube ich, dort im Webbrowser. Wir gucken mal nach. So, wir schauen mal nach, ob es diese Webseite gibt, Leute. Children of the Mountain.com. Also, wenn es die Webseite jetzt gibt, dann... Okay, die gibt es ja nicht. Oder habe ich mich verklickt? Ich suche mal danach. Children. Yo, die Webseite gibt es.
thechildrenofthemountain.com. Okay, ich habe das da nur vergessen. Die Kinder des Berges sind weltweit führende Anbieter für Selbsterfahrungslehrgänge mit über 1000 virtuellen Büros auf den Cayman Islands. Okay, alles klar. Bill Anthony, irgend so ein Guru. Ja, wir sind kein Kult, keine Religion. Wir glauben an nichts. Alles klar. Ich bin sehr verwirrt. Aber ich glaube mal, dass es damit was zu tun hat, dass ich... Bruder Adrian, lieber Franklin, ich gratuliere dir, dass du begonnen hast, die Aktualität. Bruder Adrian, ich glaube, wir müssen in die Kirche. Es gibt doch die Kirche in GTA 5. Die gibt es doch. Ich weiß nun, irgendwo in Los Santos gibt es diese Children of the Mountain Kirche. Bestimmt wissen die etwas, was es mit diesen merkwürdigen Baby.exe zu tun haben. Mit diesen beiden Zwillingen. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber irgendwo hier im Zentrum. Also mit Franklin bin ich da ab und zu mal dran vorbeigefahren, weil ich erinnere mich, dass es da irgend so ein Schild gab, wo man ein paar Texte drauf lesen konnte. Also hier ist Maze Bank Arena. So, wo könnte die sein? Dollar Pills, hier ist so ein Store. Apartment Rent. Ist die das? Ich glaube, das ist sie. Aber ich weiß nicht, ob das von Children of the Mountain ist. Wir gucken mal. So, find out about yourself on the mountains. Okay, ich glaube, das ist es. Das ist sie, Leute. Das ist diese Kirche. Children of the Mountain. Okay, alles klar. Ich glaube, wir klopfen mal da an. Vielleicht ist da jemand. Hallo? Hallo, ich brauche mal Ihre Hilfe. Vielleicht ist ja hier jemand um die Uhrzeit. Ich werde hier verfolgt von irgendwelchen Kindern, die mich da irgendwie zu Spielen verleiten. Ich komme gleich raus. Okay, da kommt gleich einer raus. Na gut, dann warten wir mal. Vielleicht ist ja dieser Bruder Adrian. So, ah, da ist er. Da ist er ja. Sind Sie Bruder Adrian? Ja, ganz recht, das bin ich. Ja, perfekt, Mr. Adrian. Ich habe einen Brief bekommen mit Children of the Mountain und irgendwelche Kinder verfolgen mich. Was hat es damit auf sich? Ah, das sind die Dämonenkönige, vor denen wir gewarnt haben. Was? Was für ein Zeugs? Sie sind eine Gefahr für unsere Religion. Okay. Eher auch eine Gefahr für mich. Also, es geht ja auch um mich. Ich verleite dir die Kräfte des Berges, mit denen du diese Kinder besiegen kannst, wenn sie das nächste Mal auftauchen. Okay. Alles klar. Wow! Was ist gerade passiert? Ich glaube, der hat irgendwas... Okay. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe irgendwas ist hier anders. Wow. Oh, oh, okay. Wow, Franklin! Der hat wirklich einem die Kräfte des Berges gegeben. Wow, okay. Dann steigen wir mal in meinen Wagen ein. Dann fahre ich mal mit... Wow, was passiert hier? Wow! Ey, ich will nur mein Auto nur fahren. Ich meine, mein Motorrad. Ich will nur mein Motorrad fahren. So, okay. Wow, was machst du, Franklin? Wow, okay. Ja, das freut bestimmt die Nachbarn. Das, wow, okay, Leute. Ich glaube, für die Zeit bekommen wir Ultramächte. Okay. Wow, okay. Oh, juhu. Das solltest du lieber nicht so oft machen, Franklin. Ich glaube, sonst wecken wir die ganz... Okay, die Straße ist kaputt. Die Straße ist komplett kaputt. Wow, 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 wow. Oh mein Gott. Da sind sie, Leute, da sind sie. Nein, da sind sie, da sind sie. Okay, ich mache euch fertig, ich mache euch fertig. Ich mache euch fertig, ich sag's euch. Ich mache euch komplett fertig, ich sag's euch. Oh Mann. Oh, Junge. Wow. Alter, hör. Wow. Wow, wow, wow. Zwei Sterne. Zwei Sterne. Nein. Nein. Stopp. Nein. Oh, okay. Okay. Ich kann nichts machen, Leute. Wow. Wow. Nein. 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 Franklin. Komm. Mach was. Mach was. Mach was. Okay. Alter. Ich kann nichts. Ich kann nichts machen, Leute. Sie sind zu stark. Sie sind zu stark. Sie sind zu stark. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann nichts mehr machen, Leute. Ich kann nichts mehr machen. Es geht nichts. Oh mein Gott. Oh nein.